Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor 4 Jahren hat Coop's Projekt Naturaplan gestartet. Mit Bioprodukten und Fleisch aus kontrollierter Freilandhaltung. Durch Umfragen und aus Gesprächen haben wir dann schon gewusst, was sich immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten wünschen. Schonende Produktionsverfahren, sinnvollere Transportwege, ökologischen und biologischen Landbau, artgerechte Tierhaltung und tiergerechte Fütterung. Und man war bereit, für diesen Mehrwert auch etwas mehr zu zahlen. Der grosse Erfolg von Coop Naturaplan ist dann auch für uns nicht völlig überraschend gekommen und die Familie der Naturaplan-Produkte konnte laufend vergrössert und erweitert werden. Stark vertreten sind die Molkereiprodukte. Aber auch die Eier, Brot, Müsli, Flocken, Teigwaren und Kindernahrung sind heute nicht mehr wegzudenken. Und erst recht nicht das Naturabief, das wegen dem BSE-Virus im vergangenen Frühling eine zusätzliche Bedeutung bekommen hat. 75% der Bevölkerung kennen heute Coop Naturaplan. Und über 40% der Konsumenten kaufen nach eigenen Angaben mindestens einmal pro Woche Lebensmittel aus umweltgerechter Produktion ein. Das hat dazu geführt, dass bei vielen Produkten die Nachfrage das Angebot ständig überstiegen hat. Zusammen mit der VSBLO, der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, hat Coop darum im letzten Sommer einen entsprechenden Aufruf an die Bauern lanciert. Viele Landwirte sind seither umgestiegen auf den biologischen Landbau, sodass längerfristig die Versorgung mit Produkten von höchster Qualität und Knospengarantie gesichert ist. Wie geht es jetzt weiter mit Coop Naturaplan? Unter anderem steht die tiergerechte Schweinehaltung auf dem Programm. Entsprechende Richtlinien über Zucht und Mast haben wir zuhanden der Bauernbetriebe ausgeschafft und der Verkauf von Coop Naturaplan Paar ist auf Anfangs 1997 vorgesehen. Coop Naturaplan hat bei uns also auch in Zukunft einen höheren Stellenwert und wir werden Sie selbstverständlich über alles informieren, was in diesem Zusammenhang passiert. Auch bekannte Markenartikel haben bei Coop eine grosse Bedeutung und sind nach wie vor prominent in unseren Läden vertreten. LC1 von Nestle Hirz gehört selbstverständlich auch dazu. Die Natur hat Schutzsysteme erfunden. Das des Menschen ist durch heutige Lebensweisen oft geschwächt. Um es zu stärken, hat Nestle Hirz LC1 entwickelt. LC1 mit dem einzigartigen Milchferment, das unsere natürlichen Abwehrkräfte verstärkt und so herrlich schmeckt wie ein Joghurt. Gratis Infotelefon 155 20 70. LC1 von Nestle Hirz. Auch für die Kleinsten ist eine gesunde Ernährung immer wichtiger geworden. Coop hat darum umgestellt auf Fertigmahlzeiten unter dem Naturaplan-Label. Sämtliches Gemüse und Früchte für die Gläsli-Mahlzeiten kommen aus biologischem Anbau, das Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Und die Garantie für das Einhalten dieser strengen Richtlinien gibt die VSBLO mit ihrer Knospe. Das Kind muss wegen der besseren Qualität aber nicht auf Abwechslung verzichten. 13 optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmte Naturaplan-Menü sind zurzeit in ihrem Coop-Laden erhältlich. Eine Erlebnisreise der besonderen Art offeriert Ihnen diesen Herbst Coop Extra Reisen. Abseits von den sonst üblichen Touristenwegen lernen Sie das Piemont auf eine exklusive Art kennen. Sie geniessen die bekannten Vorzüge des Piemont, Küche, den Wein und die Kultur und erleben die herzliche Gastfreundschaft der Menschen, die dort leben. Auch der Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, wie könnte es anders sein, ist ein grosser Kenner und Freund von Piemont. Und er gibt Ihnen jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Sie kulinarisch auf dieser Reise erwartet. Grüezi miteinander. Das Piemont ist vor allem bekannt wegen der Trüffel. Aber nicht nur. Auch andere Pilze wie der Steinpilz oder Champignon sind ideal für köstliche Gerichte wie für mein Pilz Carpaccio. Für Pesto habe ich Basilikum, geröstete Pinienkerne, Knoblauch und frischen Spinat im Mixer zerkleinert. Dann kaltpresstes Olivenöl dazugegeben und mit wenig Salz und Parmesan abgeschmückt. Jetzt das Pilz putzen und mit einem trockenen Tuch abreiben und der Länge noch in dünne Scheiben schneiden. Der Stiel und Kappe möglichst ein Stück lassen. Dann den Rohschinken in Streifen schneiden und eine Sauce Hollandaise mit einem halben Dezi Schlagrahm vermischen. Einen flachen Teller mit Pesto auspinseln, Pilz rundum drauf anordnen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen, den Rohschinken drüber verteilen und mit der Soße nappieren. Jetzt so lange bei Oberhitze überbacken, bis das Carpaccio goldgelb ist. Und am Schluss noch mit einer Tomatenrose und Basilikum garnieren. Viele Zuschauer haben uns angerufen oder geschrieben, weil das TV-Rezept nicht mehr in der Coop-Zeitung gekommen ist. Ab sofort finden Sie es auch dort wieder und wie immer auf dem Internet. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir Ihnen aus unserem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, ist platzsparend verpackt und jederzeit mitnahmebereit. In kurzer Zeit montieren Sie problemlos mit diesen Einzelteilen einen robusten und bequemen Stuhl für jeden Wohnbereich.
Das Resultat sind die Polsterstühle in Kiefermassiv oder Esche schwarz und rustikal für nur 129 Franken. Auch bei der Buchenausführung für 149 Franken garantieren wir für höchste Qualität. Passend dazu liegen jetzt in allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen die farbigen Milieuteppich für 75 Franken parat. Um günstige Preise geht es auch im nächsten Beitrag mit den Aktionen. Ein Kilo Uva Italia, süße Trauben aus Italien zum Beispiel, kostet 1,90 und eine Dose Midi Ravioli Napoletana 2,80. Dreimal drei Portionen Gala-Käsli gibt es für 4,20. Außerdem offerieren wir Ihnen das Kochgeschirr Eurocuisine Profiline, jede Pfanne 10 Franken günstiger. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen.